Guten Morgen. Darf ich einmal? Ja, was sonst? Fange ich an zu schielen. Ja, ihr habt es alle schon gelesen oder euch auch zum Teil schon damit befasst, mit dem Predigttitel Geh über den Jordan. dieser Titel, ja, wenn man den hört, bringt man es eigentlich in Verbindung mit, dass irgendwas kaputt gegangen ist oder sogar, dass irgendjemand über den Jordan gegangen ist, was bedeutet, dass er das Zeitliche gesegnet hat. Also so hat es der ein oder andere von euch auch schon mal gehört, ne? Ich weiß nicht genau, warum das sich so entwickelt hat, diese Redewendung, warum das diese Bedeutung hat, weil in der Bibel kann ich das nicht finden. Wenn die Menschen über den Jordan gegangen sind, sind die nicht gestorben, die haben nicht das Zeitliche gesegnet, sondern es ist Großes passiert. Und das hat mich dazu bewogen, einfach mal zu gucken, was am Jordan alles passiert ist. Und das sind so viele Geschehnisse gewesen, ja, also in die unterschiedlichsten Richtungen. Aber mir ist es so bewusst geworden, der Jordan ist ja ein Grenzfluss, ja, in Israel. Und die eine Seite ist die Wüste gewesen, oder ist die Wüste, und die andere Seite ist dieses fruchtbare Land, wo Gott ja seinem Volk verheißen hatte. Und die sind ja jahrelang durch die Wüste umhergeirrt und sind dann an diese Grenze eben an den Jordan gekommen und mussten den quasi überqueren, und um in ein neues Land zu kommen. Also ist das für mich so ein Ort, wo Neues passiert, wo Neues aufwächst. Ein Ort, wo, wenn wir uns erinnern, Jesus wurde im Jordan getauft, Johannes war da draußen, hat die Menschen zur Buße aufgerufen. Es ist ein Ort der Bekehrung. Also ich denke, jeder, der Jesus sein Leben gegeben hat, war im geistlichen Sinne auch schon mal an dem Punkt am Jordan gestanden und war vor der Entscheidung gestanden, gehe ich drüber oder bleibe ich auf der anderen Seite stehen? Und alle, die Jesus ihr Leben gegeben haben, die sind drüber gegangen. Und wir werden im Laufe der Predigt noch mehr Dinge halt erkennen, was mit Jordan, was mit diesem Drüber, mit diesem Überqueren zu tun hat, dass es eigentlich nichts Schlechtes bedeutet, sondern wirklich der Anfang von was Gutem ist und ja auch Mut braucht. Ja. Und zu der Zeit, also lasst uns da einfach mal starten, wo das Volk quasi an diesem Punkt war, wo es am Jordan gestanden ist. Da war der Jordan auch sehr hoch noch gestanden. Ja? Also es war so für das menschliche Auge sichtbar, quasi unmöglich, dass da ein ganzes Volk da trockenen Fußes durchgehen kann, geschweige denn die Kinder. Aber das Volk war nun mal da. Und es war vor dieser Entscheidung gestanden. Und für mich ist der Jordan auch so ein Ort der Entscheidungen. Ja, ich habe es gerade gesagt, bei der Bekehrung muss man eine Entscheidung treffen. Die trifft Gott nicht für uns. Die müssen wir selber treffen. Und auch dieses Volk hätte wieder die Möglichkeit gehabt zu sagen, wie vor 40 Jahren vorher circa, ich lasse das mal lieber. Die Riesen, die da drüben sind, die sind mir zu groß. Also es braucht Mut, es braucht Durchhaltevermögen. Und es braucht Entscheidungen. Und wir wissen, es gibt so Typ Menschen, wie sie mit Entscheidungen umgehen. Ne? Es gibt so den Typ Mensch, der entscheidet sich überhaupt nicht gerne. Und je mehr die Zeit vergeht, umso mehr hat er das Talent, diese Entscheidung auch vor sich wegzuschieben. Und irgendwann ist keine Entscheidung auch eine Entscheidung. Ne? Ich bleibe da, wo ich bin. Oder dann gibt es den Typ Mensch, der sagt, Mensch, in dem Land, wo ich jetzt bin, an das habe ich mich ja schon so gewöhnt und ich kenne das alles und das ist gewohntes Terrain. Ich bleibe lieber da. Das andere, das schaut mir zu stressig aus. Das weiß ich gar nicht, was da drüben alles auf mich wartet. Hier kenne ich mich aus. Oder es gibt den Typ, der sagt, los geht's, lasst uns drüber gehen, kein Problem. Aber der Jordan, der hat immer halt noch nicht abgenommen, also wird es da auch schwierig, was auf den zukommt. Gut, also lasst uns zum Volk zurückgehen. Es war klar, auf der anderen Seite ist das verheißene Land. Und das hatte Gott ja schon so, so lange versprochen gehabt. Ja, dieses Versprechen gab es ja schon 40 Jahre vorher und auch die Möglichkeit, das verheißene Land einzunehmen, gab es ja schon 40 Jahre vorher. Ja,
Und diese Wüstenwanderung hätte es eigentlich nicht gebraucht. Und ihr könnt im 5. Mose 1, 21 nachlesen: Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht unverzagt. Und wo ich die Predigt geschrieben habe, habe ich gar nicht gewusst, was heute oder was in der Zwischenzeit da passiert jetzt in Israel. Und wenn man diesen Vers auch wieder liest, ja, muss man ganz klar sehen, Gott sagt, es ist dein Land Israel, es gehört dir. Und du darfst es in Besitz nehmen und du darfst es in deinem Besitz lassen. Ich habe dir das verheißen. Diese Verheißung steht auch heute noch hunderte von Jahren später noch genauso fest. Und ja, es ist ein klarer Auftrag von Gott gewesen, dass sie es einnehmen sollen. Es war ein Zieh hinauf, also es hatte auch eine Aktion, ne, mit sich gebracht. Und es war ein Nimm in Besitz, ja, und fürchte dich nicht und verzage nicht oder sei auch nicht entmutigt. Und wir wissen, damals waren die Riesen zu groß für die Israeliten. Da haben sie nicht auf diese Verheißung gehört, da haben sie mehr auf die Angst gehört. Aber jetzt war eben der Zeitpunkt, wo das geschehen sollte, was Gott schon so lange für sie vorgesehen hatte. Und ja, da lasst uns jetzt in Josua 2, 24 gehen. Und zwar könnt ihr da lesen: Und sie sprachen zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Also das war jetzt die neue Situation, ja. Das war jetzt genau in Übereinstimmung mit dem Bibelvers, den wir vorher hatten, mit der Verheißung Gottes. Jetzt ist es beim Volk angekommen, jetzt hat es verstanden, ja, das gehört uns. Wir müssen uns nicht mehr fürchten, die ganzen Einwohner haben Angst vor uns, das Land gehört uns. Wir sehen an dem, ja, die waren bestens vorbereitet und standen voll im Plan Gottes. Und sie hatten auch diesmal so eine Gewissheit, die sie vorher nicht hatten. Und ja, und sie haben eben an diesem Verheißenen festgehalten diesmal. Und das, ja, wenn man es jetzt wieder auf uns bezieht, in unsere Zeit, dass eben die Verheißungen auch für uns da sind. Und dass Gott uns ermutigen möchte, an diesen Verheißungen festzuhalten. Gewiss zu sein. Zu sehen, nicht die Riesen zu sehen, sondern zu sehen, das hat Gott gesagt. Das sagt er mir in seinem Wort, bestätigt er mir das. Das hat man ja letzte Woche auch ganz viel, oder vor 2 Wochen, als der Frost war, da ist. Also Gott möchte auch uns, dass wir schon an den Verheißungen, die er uns für die Gemeinde, für unsere Familie, für uns selber, dass wir daran festhalten und dass wir auch die Dinge tun, die wir tun müssen. Also Gott führt uns da auch immer wieder an den Jordan und führt uns da auch immer wieder hin, dass wir in das verheißene Land kommen können. Es braucht natürlich Glaube und es braucht auch Mut, ja, aber es braucht keine 40-jährige Wüstenwanderung. Und ich denke von uns, die will keiner von uns im Endeffekt haben. Und ja, und wir wollen da echt bereit sein und uns auch zurüsten lassen. Was mir dann auch nochmal so bewusst worden ist, dass das ganze Volk, es heißt da immer, das ganze Volk war am Jordan, das ganze Volk überquerte den Jordan. Also sprich, sie waren in Einheit und alle wollten das Gleiche und alle waren da versammelt und jeder war an dem Platz, wo er hingehört hat. Ja? Da war einfach Gottes Wille an oberster Stelle gestanden und dann kam der Wille des Volkes und der hat sich dann mit dem Willen des Vaters gedeckt. Ja? Und es war klar, also und wir sehen auch, dass sie in Kapitel 3, 1 könnt ihr das auch lesen, dass sie früh bereit sein sollten. Ja? Auch dieses sich früh aufmachen und früh bereit sein, trockenen Fußes über den Jordan zu gehen. Ja? Und da war kein Zweifel, keiner hat gesagt, ja, schaut euch mal das Wasser an, wie hoch der Wasserstand ist, das schaffen wir ja nie. Also diesmal waren keine Zweifel da. Und dennoch war die Situation die gleiche. Sie kamen in ein unbekanntes Land und wir müssen uns das ja auch vorstellen. Die haben 40 Jahre, waren sie ein Wüstenvolk quasi. Und sie wussten, jetzt wird diese Wendung kommen, wir werden kein Wüstenvolk mehr sein.
Wir werden eine ganz andere Lebensqualität haben. Das Leben wird komplett anders ausschauen. Wir werden jetzt ein sesshaftes Volk sein, wo auch natürlich mehr Kämpfe kommen, weil wir dieses Land natürlich auch noch mehr einnehmen wollen und natürlich auch behalten wollen und nicht mehr hergeben wollen. Also da war schon einiges, was sich da abspielte. Und dann lesen wir in Josua 3,3, also kurz bevor sie dann drüber sind: Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von euren Ort und folgt ihr nach. Also es war so, dass die Bundeslade wieder der Mittelpunkt war. Und was ist die Bundeslade heute für uns? Die Bundeslade ist heute für uns das Wort Gottes. Die Bundeslade ist heute für uns die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, dass Gott da ist. Und das ist vorangegangen. Das war die Grundvoraussetzung. Also sie haben sich früh bereit gemacht. Sie waren in Einheit am richtigen Ort, am richtigen Platz und haben die Bundeslade, das Wort Gottes, die Herrlichkeit Gottes im Mittelpunkt gehabt. Und das ist vorausgegangen. Und als die Priester dann in den Jordan reingegangen sind, dann erst ist das Wasser verschwunden. Ja, es war nicht vorher weg, es war in der Aktion weg. Ja, und mittendrin war die Bundeslade. Also das Wort sichert alles ab, so quasi. Und die Priester und die Leviten waren an ihrem Platz, ja, was ja auch immer ein Stück weit für Anbetung steht, ja, dass auch das am richtigen Platz war. Und im Vers 5 lesen wir dann: Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Also was sollten sie vorab tun? Sich heiligen. Was bedeutet das? Sie haben sich gereinigt. Sie haben sich vorbereitet für den nächsten Tag. Ja, sie haben sich bestimmt auch drauf gefreut, ja, und haben alles gemacht, was nötig war, dass das am nächsten Tag gelingen wird und dass jeder über diesen Jericho, hätte ich beinahe gesagt, über diesen Jordan geht oder gehen kann. Und dann lasst uns weiterlesen in Josua 3, 14 bis 17. Als nun das Volk auszog, also wieder das gesamte Volk, es fehlte keiner. Aus seinen Zelten, das war das letzte Mal, dass sie in die Zelte wurden, um über den Jordan zu gehen und die Priester und die Bundeslade vor dem Volk hertrugen. Und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten. Der Jordan aber war überall über die Ufer getreten während der ganzen Zeit der Ernte. Da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Zartan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Arava hinabfloss, zum Salzmeer, nahm ab und verlief sich völlig. So ging das Volk hinüber vor Jericho. Also was da passiert ist, es war ein Naturwunder, ja. Auch ähnlich, wie sie damals quasi ausgezogen sind aus Ägypten, es teilte sich wieder ein Wasser, was quasi so menschlich unmöglich war. Man hat wieder gesehen, Gott hat wieder mächtig eingegriffen und hat das Wasser geteilt und sie sind trockenen Fußes da durchgegangen. Ja. Und was für eine Kampfansage war das auch für das Volk, das da auf der anderen Seite war, das den Platz räumen musste. Ja. Da können wir in Josua 5,1 lesen: Als nun alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordan gegen Westen wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Meer das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israels ausgetrocknet hatte, bis sie hinübergezogen waren, da verzagte ihr Herz. Und es blieb kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. Also allein durch diesen Gehorsam, allein durch das, wie das vonstatten gegangen ist. Die haben keine Kriegswaffe in der Hand gehabt, die mussten keinen Krieg führen. Die sind einfach nur im Willen Gottes gewesen, sind über den Jordan gegangen und die Kunde hat sich ausgebreitet. Und nur vom Hörensagen haben die Leute auf der anderen Seite die Feinde Angst bekommen und ihre Herzen verzagten. Auch dieses Vertrauen dürfen wir haben. Wenn wir im Willen Gottes sind, dann kämpft Gott für uns an erster Stelle. Ja? Wir müssen nur immer erst den ersten Schritt tun, um zu sehen, dass er da ist. Ja? Und
Genauso hat Gott auch heute noch den Plan für sein Volk. Ja? Genauso passiert es heute noch. Es ist kein Unterschied. Auch wenn viele Jahre dazwischen liegen, ist Gott immer noch der gleiche und handelt Gott immer noch so. Auch wenn wir vielleicht jetzt den Jordan nicht live vor uns sehen oder eine Wasserteilung live vor uns sehen, ist in unserem Leben schon so oft etwas passiert, dass wir den Jordan überquert haben oder dass wir dort gestanden sind. Was sollen wir tun? Wie sollen wir es tun? Und dann haben wir den ersten Schritt gemacht und Gott hat die Wunder getan und er hat die Wasser aufgebäumt. Auch wenn wir es jetzt nicht praktisch vor unserem natürlichen Auge gesehen haben, können wir das gern geistlich für uns in Anspruch nehmen. Und es wäre nicht vonstatten gegangen, nochmal, wenn nicht das ganze Volk in Einheit diesen Willen gehabt hat und gesagt hätte, ja, es passiert ein neues Leben, es passiert was Neues, aber wir machen das gemeinsam und wir gehen in den Wegen, die Gott uns vorgibt. Und es hätte nichts gebracht, wenn ein Einzelner vorne weggerannt wäre und es hätte auch nichts gebracht, wenn mehrere hinterhergehinkt hätten. Und Gott möchte auch, dass wir das sehen. Und Gott möchte auch, dass wir da dankbar sind. Und wir sehen das in Josua 4,6, da steht, ja, dass er möchte, dass Gedenksteine aufgebaut werden. Und im Vers 9 können wir das dann lesen. Also Josua 4, Vers 9. Und Josua richtete auch 12 Steine mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten, welche die Bundeslade trugen. Sie sind noch dort bis zu dem heutigen Tage. Also Gott war es wichtig, dass zum einen das nicht vergessen wird, was da passiert ist, und zum anderen diese Dankbarkeit. Ja? Und deswegen hat er Gedenksteine aufrichten lassen. Und ich glaube, auch das dürfen wir für uns heute in Anspruch nehmen, dass wir Gedenksteine aufrichten in unserem Leben. Was hat der Herr schon Gutes in deinem Leben getan? Ein Gedenkstein für das, ein Gedenkstein für das, ja? Damit du siehst, wenn du mal nicht dran denkst, das hat er Gutes für mich getan, ja? Und Gott ruft da dazu auf. Ja, und jetzt könnte man denken, wow, cool, das war der Durchbruch. Die sind über den Jordan, Jericho haben sie auch eingenommen und so weiter. Müsste doch alles paletti sein, ne? Wenn da nicht immer noch diese Sünde da wäre. Und auch das können wir in unserem Leben ja auch sehen. Ne? Man denkt, ja, yeah, jetzt kommt's und dann auf einmal passiert's und da ist wieder Sünde da. Und dann muss man sich jetzt denken, der Josua war ja schon auf der anderen Seite des Jordans. Ne? Und auch dann fing plötzlich Josua wieder zu zweifeln an. Und das könnt ihr im Josua 7,7 lesen. Und Josua sprach, ach Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt? Haben wir auch schon so oft gehört, ne? Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Warum hast du uns über den Jordan geführt? Warum hast du uns dahin geführt? Ja, jetzt habe ich schon auf dich gehört, jetzt passiert wieder nichts. Um uns in die Hände der Amoriter zu geben? Ja klar, Gott hat uns wo drüber geführt, damit er uns direkt in die Hände der Feinde laufen lässt. Ganz klar. Oder um uns umzubringen? Natürlich, auch das ist Gottes Wille, dass er, wenn er uns zum Jordan führt und wir gehen drüber, dass wir sofort das Zeitliche segnen. Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Okay, das aus Josuas Mund, der eigentlich auch ja, der Vorreiter war, der ja schon damals drüber wollte, ne? Der schon damals in das verheißene Land wollte. Aber was war passiert? Und das ist jetzt das Interessante. Die Sünde eines einzelnen Mannes war passiert. Eines einzelnen Mannes, dass sie dann einen Krieg verloren hatten gegen eine Stadt, die Ai. Ich glaube, Ai ist eine Stadt. Und dass 36 Männer gestorben sind. Das könnt ihr in Josua 7,1 nachlesen, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. Aber Gott hat gesagt, nimm das ein, aber lasst die Sachen in Ruhe. Ihr müsst keine Schätze für euch in Anspruch nehmen. Und er hat sich eben nicht an das gehalten. Also es war Gier, es war, ja, ich will das haben, ich verstecke das, das ist meins, das ist ein Schatz, das möchte ich haben. Das wusste, hat keiner mitgekriegt, aber Gott hat es mitgekriegt, ja. Und es kostete 36 Männern das Leben
Und es kostete einem Volk wieder den ganzen Mut, den sie vorher hatten, ja, diese Gewissheit, die sie hatten, hat es so geschwächt. Und ich sage es nochmal, also ich finde es so der Hammer, dass es wirklich nur ein Einzelner war, ja. Und ich möchte jetzt da nicht drauf eingehen, was mit dem dann passiert ist. Mit ihm, mit seiner Familie. Also das hatte krasse Folgen. Nur aber für uns zu sehen, ja, wo ein bisschen Selbstsucht ist, ja, wie das sich äußern kann, wenn eine Gemeinde im Kampf vorangehen möchte, ja. Ist schon krass, was da passiert ist. Mit dem Los wurde er dann immer mehr, wurde es immer klarer, wer das war. Ja? Er hat sich erstmal nicht selber gestellt. Und dann haben sie es herausgefunden. Und nachdem dann auch wieder diese schlimme Strafe vollstreckt wurde an diesem einen Mann, konnten sie eigentlich wieder erst weitergehen. Ja? Aber das war nicht der einzige Ärger, der kam. Ja? Und zwar, das wusste ich auch nicht, wir lesen mal Josua 21, 43. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Also das ist ja alles noch super. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Also das war nochmal dann so, ne? So ist Zustand, alles super. Und das war der Wille Gottes. Und dann können wir lesen, dass dieses verheißene Land, es wurde ja 12 Stämmen zugeteilt. Und da waren 3 Stämme, Gad, Ruben und der halbe Stamm Manasse, die auf der anderen Seite des Jordan bleiben wollten. Man kann an einer Stelle lesen, dass sie da das angeschaut haben und das Land für besser erachtet hatten für ihr Vieh quasi. Nachzulesen im 4. Mose 32, 19, denn wir wollen nicht mit ihnen erben jenseits des Jordan, sondern unser Erbe soll uns diesseits des Jordan gegen Sonnenaufgang zufallen. Prima. Super Situation, aber Gott hat es auch gesagt, okay, Mose hat ihnen dann ihren Erbteil auch auf der anderen Seite gegeben. War vielleicht auch nicht unbedingt anfangs eine Sünde, ja. Gott hat ihnen ja das dann zugeteilt und es war dann auch in Ordnung. Und sie sind ja auch wirklich, was auch maßgebend war, als ganzes Volk im Krieg gemeinsam zusammengestanden und haben das Land eingenommen. Da waren sie mit dabei, diese 3 Stämme, ja. Und das war auch wichtig, weil Gott hat ganz klar gesagt, im 4. Mose 32, 15, denn wenn ihr euch von seiner Nachfolge abwendet, so wird er auch so, auch sie, also die anderen Stämme, noch länger in der Wüste lassen und ihr werdet dieses ganze Volk verderben. Also Gott hat diesen 3 Stämmen ganz klar gesagt, ihr könnt auf dieser Seite bleiben, aber ihr müsst mit in den Kampf ziehen. Es muss in einer Einheit sein, das ganze Volk muss es tun. Und das haben sie dann auch gemacht, aber es war einfach auch eine Warnung, ja. Und ja, wie ist Josua da damit umgegangen mit dieser Situation, als sie dann auf der anderen Seite angesiedelt haben? In Josua 22, 1 sehen wir, dass sie im Kampf geholfen haben und dass dann eben sie in Einheit eingenommen haben. Und dann in Josua 22, Vers 5 sehen wir eine Warnung von Josua an diese 3 Stämme. Nehmt euch sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und Josua segnete sie. Also der Josua hat ihnen ganz eindrücklich noch einmal gesagt, weicht nicht ab. Wir sind jetzt nicht mehr alle zusammen, ja? Ihr seid auf der anderen Seite und es ist die Gefahr groß, dass ihr da abweichen könnt, dass da ein Abfall passieren kann. Also er hat sie gewarnt, aber er hat sie auch gesegnet und hat sie dann ihr Land besiedeln lassen. Ja, und dann waren sie auf sich alleine quasi gestellt, ne? Und dann können wir im Vers 10, Josua 22, Vers 10 lesen. Sie bauten einen Altar. Am Jordan. Und warum bauten sie diesen Altar?
Das hat dann zu ganz vielen Missverständnissen geführt. Im 24 steht, sie haben den Altar gebaut, weil sie die Besorgnis hatten, es könnte eine Sache eintreten, indem wir sprachen, morgen könnten eure Kinder zu unseren Kindern so sprechen, was geht euch der Herr, der Gott Israels an? Also die haben quasi Angst gehabt, dass die anderen Stämme sie als nicht mehr zugehörig empfinden, also dass sie nicht mehr dazugehören zu dem Ganzen. Das war ihre Sorge und deswegen haben sie diesen Altar aufgebaut. Ja. Haben die anderen aber falsch verstanden. Ja. Die haben gesagt, was, die beten jetzt da plötzlich irgendwie anders an. Ja. Die machen jetzt ihr eigenes Ding. Ja. Und allein das hätte zu massiven Problemen führen können im Volk. Es hätte riesen Unruhe geben können. Und die wollten auch schon, die anderen Stämme wollten auch schon im Krieg gegen sie anziehen. Und sind aber dann nochmal zu ihnen gegangen und haben zu ihnen gesagt, im Vers 12 könnt ihr das lesen. Als nun die Söhne Israels dies hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen. Und in Vers 19 lest er dann, wenn das Land, das ihr besitzt, unrein ist, so kommt doch herüber in das Land, das der Herr besitzt. Also hier sehen wir wieder, auf der anderen Seite des Jordan, das ist das Land, das der Herr besitzt und das ist das reine Land, wo die Wohnung des Herrn steht. Und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn unseres Gottes. Also nochmal eine ganz, ganz klare Ansage wieder von dem Volk. Ja? Wir sehen, was da dann für eine Unruhe war, was da für ein Misstrauen auch war. Einzig und allein, weil die auf der anderen Seite bleiben wollten im Prinzip. Ja. Weil sie ihr eigenes Ding und dann ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Wir sehen da wirklich, ich sehe das schon als eine Warnung von Gott, dass wir als Gemeinde keine Einzelgänger sein dürfen, sondern dass wir in Einheit die Dinge tun. Gerade dann, wenn es auch um Kämpfe geht. Wenn wir jetzt in Einheit für Israel einstehen, dann müssen alle da sein und müssen alle das auch auf dem Herzen haben, verstehen, dass wir in dieses Volk mit eingepfropft sind und dass es uns auch ein Angriff auf uns ist. Ja. Und es in Einheit zu tun und nicht die anderen sagen, ja, aber ich habe jetzt, ne, ich habe was anderes auf dem Herzen, ja. Also ich finde schon, gerade was auch, ja, neues Land einnehmen und so weiter betrifft, muss die Gemeinde in der Einheit sein und muss zusammen für etwas kämpfen. Und da ist unser Verhalten natürlich entscheidend. So, es gibt einfach dann eben diese geistlichen Kämpfe, die wir nur gemeinsam machen können und die wir auch nur machen können, wenn wir uns gegenseitig vertrauen. Und wie können wir uns gegenseitig vertrauen? Indem wir uns gegenseitig aufeinander verlassen können. Verlässlichkeit schafft Vertrauen. Ja? Sie konnten sich auf Gad Manasse verlassen im Kampf, das war klar, aber dann waren sie weg. Ja? Dann waren sie außer Sichtweite, was nicht gut war. Und wenn ich mich auf jemanden verlassen kann, dann weiß ich, der ist da. Der ist in Rufnähe, ja, den kann ich erreichen. Ich muss nicht erst wieder über den Jordan gehen, um den zu erreichen. Der ist mit mir auf der Seite, wo Gottes Wohnsitz ist, ja. Und das kostet schon, es kostet auch was. Es kostet eine Bereitschaft, es kostet was von eigenen Dingen abzusehen, ja. Am Anfang habe ich gesagt, die haben gesehen, das Vieh, für unser Vieh ist es ein gutes Platz. Es geht hier aber nicht um unser Vieh. Es geht hier um das Reich Gottes bauen, ja. Und da sind es noch ganz andere Dimensionen. Ich glaube, da kommen wir öfters jetzt immer wieder an den Jordan, wo wir uns entscheiden dürfen. Gehen wir drüber oder gehen wir nicht drüber? Ja, und dann lasst uns den Jeremia 12,5 anschauen. Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Ja, es kann oft sein, dass man sagt, man kann nicht mit, was die Gemeinde sagt oder macht oder tut. Oder ja, es kann immer wieder vorkommen. Aber ist es nicht auch
dieses, ja, dass es dann mürbe macht, dass es dann müde macht und dass man dann sagt, ich mag nicht mehr, ja. Wie oft denkt man mir, mir ist das alles zu viel oder das habe ich schon so oft gesagt oder ich sehe das anders oder wann kommt man endlich dahin oder ja. Das sind all das, wo uns müde und matt macht. Aber Gott sagt an dieser Stelle, es werden Dinge kommen, aber das sind erst die Fußgänger, die euch müde und matt machen. Was ist, wenn die Reiter kommen? Ja, und die Reiter können wir nur bezwingen, wenn wir gemeinsam da eben an den Jordan gehen und den Fluss überqueren. Oder das Dickicht, ja. Das Dickicht zeigt uns, ey, da gibt's was, wo ich nicht reinschauen kann. Und im Dickicht waren da auch oft Löwen oder irgendwas, ja. Hey, da kann was rausspringen. Diese Bereitschaft zu haben, wir lernen das nur, wenn wir mit den Fußgängern lernen zu laufen und nicht müde werden. Dann lernen wir mit den Reitern zu laufen und dann lernen wir auch, damit umzugehen für Dinge, die vielleicht aus dem Hinterhalt, aus dem Dickicht herauskommen. Und das lernen wir halt einfach auch nur in einer Ehrfurcht vor Gott, ja, dass da einfach noch mehr kommt. Es ist ja Gottes Wille. Es ist ja auch Gottes Gemeinde. Wir wollen ja in seinem Plan stehen. Und wenn manches ein bisschen langsamer geht oder vielleicht auch mal eine Kurve macht oder was, dann ist es trotzdem noch Gottes Wille und er hat die Hand darüber. Und er leitet und er regiert und er ist der Herr. Und es soll uns nicht müde machen, weil auch er die Wege bahnt, ja. In Jesaja 43, 16 könnt ihr lesen: So spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in den mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, Heer und Macht. Da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen wie ein Docht verglommen. Das macht der Herr. Und jetzt geht's weiter im Vers 18. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Also werdet nicht müde, ja? Was ist das für eine Aufforderung an uns, ja? Und haltet an dem fest, was ich für euch habe. Schaut nicht auf das, was nicht geklappt hat, ja? Schaut auf das, was ich für euch habe. In der Vergangenheit, die Schwierigkeiten, die sind für mich keine Schwierigkeiten, die auf euch aufhalten sollen. Denn lest weiter im Vers 19: Siehe, ich wirke Neues. Der Herr wirkt Neues, nicht wir wirken Neues. Ja? Jetzt sproßt es hervor. Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Gott bahnt für uns im persönlichen, jedem einzelnen persönlichen Leben die Wege und bahnt für uns als Gemeinde die Wege. Und das dürfen wir glauben und da dürfen wir daran beitragen, dass das alles in Existenz kommt, was er geplant hat für uns. Ja, ich habe diesen Vers oder ja, mir nochmal genauer angeschaut und einfach das so für uns umgeschrieben, ja. Gott, du hast gesagt, dass du Neues wirkst. Tu es in meinem Leben, tu es in unserer Gemeinde. Wenn auch Wüste um uns ist, hast du doch auch die Ströme versprochen. Die Ströme deines Geistes, die Ströme des herrlichen Wassers, das Leben bringt. Wir wollen nicht mehr daran denken, was nicht geklappt hat. Wirklich alles steht in deiner Macht. Unabhängig, was sich gegen deinen Willen aufbäumt, wirst du deinen Willen doch durchführen. Und wir gehen und wirken in deinem Willen. Denn du tilgst die Feinde des Guten aus und du lässt sie nicht gewinnen und nicht bestehen. Das sagt uns dieser Vers. Und da steckt noch so viel mehr drin. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Und all das ist eben möglich, am Jordan zu erkennen und zu proben und da drin ja, zu wachsen in dem Ganzen. Und ja, zum Schluss möchte ich noch mit euch auf eine andere Stelle noch eingehen. Und zwar steht die ab 2. Könige 2. Ich habe ja gerade gesagt, der Jordan steht so ein bisschen auch für Neues, kann für Bekehrung stehen, kann für die Wassertaufe stehen, kann aber auch, was mich jetzt hier in der Geschichte so berührt halt auch für was Geistliches, für was geistlich Neues, für ja, für einen Strom des Geistes führen. Und zwar ist es dieses Erlebnis zwischen Elia und Elisa.
Und es ist die Stelle, wo Elia in den Himmel aufgenommen werden sollte. Und da können wir in zwei lesen. Da möchte ich so den zweiten Teil des Verses lesen. Genau, wie hartnäckig der Elisa war, weil er wusste, er wird jetzt in die Fußstapfen von Elia treten müssen. Ja? Und der Elia wurde von Gott an drei Orte gesandt und wollte immer wenn so den Elisa abschütteln, quasi. Der wollte da alleine hin. Und Elisa wusste, es wird heute diese Himmelfahrt sein, das wusste er. Und er hat gesagt, und ich werde an seiner Seite bleiben. Ich lasse mich nicht abschütteln. Ja? Und dann lesen wir das eben im Vers 2b. So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Also seht ihr, so diese Hartnäckigkeit springt einem da so ins Auge. Und es bahnte sich dann eben so diese Himmelfahrt an. Prophetensöhne kamen und haben gesagt, du weißt, dass der Elia jetzt dann in den Himmel aufgenommen wird. Und der Elisa wollte unbedingt dabei sein, der wollte das nicht verpassen. Und ja, wie es der Zufall so will, geschah dieses Ganze am Jordan. Ja? All dieses, was jetzt passiert ist, ist am Jordan wieder passiert. Vers 6. Bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie miteinander. Dann gehen wir im Vers 8. Dann nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Also jetzt haben wir es ein drittes Mal. Ja. Das wusste ich nicht, dass ja, dreimal also sich das Wasser geteilt hat und zweimal davon eben am Jordan. Und dass da eben auch der Elia da drin mit verwickelt war. Es ist wieder ein Naturwunder geschehen. Ja. Und der Fluss hat sich geteilt. Ich finde es faszinierend. Ja. Vers 9, und es geschah, als sie hinübergegangen waren, also sie sind wieder hinübergegangen, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Das ist ein krasser Wunsch, ja. Und Elia war sich auch nicht sicher, ob er das überhaupt erfüllt kriegt. Das war ja auch nicht in den Händen von Elia gelegen, ja. Ja, aber es ist an diesem Ort passiert. Und es wäre nicht passiert, wenn der Elisa nicht hartnäckig dreimal gesagt hat, nee, ich bleib da. Ich gehe nicht weg. Ich überquere mit dir den Jordan. Und auch wenn euch vielleicht der ein oder andere mal abschütteln will, ja, lasst euch nicht abschütteln. Weil wenn der Herr sagt, da passiert heute was und ich will, dass du über den Jordan gehst, dann ja, sei ermutigt und geh mit ihm über den Jordan. Und was er dann nämlich erlebt hat, das wäre schon cool auch mal zu erleben. In Vers 12, 14 können wir das lesen. Elisa aber sah ihn und rief, also wo dann Elia eben aufgenommen wurde, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und als er so schlug, teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Jetzt haben wir es ein viertes Mal. Ja? Dreimal am Jordan, der hat sich geteilt und er ging drüber und er hat die Streitwagen Gottes gesehen. Es ist nicht der Hammer. Er hat das Feuer Gottes gesehen. Er hat es gesehen, wie ein Mensch, und es waren ja nicht viele, ja, die dann einfach den Tod nicht sehen und einfach so hochgehen. Das waren noch nicht viele, sagen wir mal so. Aber er durfte da dabei sein. Und er wurde gesegnet von Gott und er bekam diesen Geist und er konnte den Dienst von Elia quasi weitermachen. Ich glaube, er konnte ihn nur dadurch weitermachen, weil er eben dort war, weil er die richtigen Entscheidungen getroffen hat und weil er da so hartnäckig war. Und weil er ja auch eben diese Verantwortung übernommen hat, ja, und sich eben nicht vom Dickicht hat abschrecken lassen, ja. Und ja, ich möchte uns ermutigen, wirklich, es werden jetzt Jordane kommen in eurem Leben. Es wird euch bewusst werden,
das könnte jetzt so ein Jahr dann sein. Und lasst es nicht verstreichen. Weil es wartet so viel Gutes auf der anderen Seite. Es ist nicht versprochen, dass es alles einfach ist auf der anderen Seite. Es ist nicht versprochen, dass da kein Kampf ist auf der anderen Seite. Und dass es immer einfach ist. Aber es ist Gottes Wille, dass wir da drüber gehen. Und geh da nicht alleine drüber. Ja? Weil es gibt Geschwister, die da mitgehen müssen. Ja? Es gibt eine Gemeinde, die Gott ja extra dafür gemacht hat. Ja? Gott hat keinen Platz geschaffen für Einzelgänger. Gott hat einen Platz geschaffen für sein Volk, für seine Gemeinde, für Glieder, die ihren ganzen Leib bilden sollen. Ja? Und ja, jeder hat ein bisschen einen anderen Jordan manchmal, ja. Aber deswegen kann man trotzdem gemeinsam drüber gehen. Deswegen kann man trotzdem gemeinsam in diesem Jordan stehen und sehen, wie der trocken wird und wie sich das Wunder, wie das Wunder passiert und die Wasser sich teilen. Genau, und trotzdem kann man dann Land einnehmen und kann sich freuen, wenn der andere mal wieder Land eingenommen hat, ja. Genau, das ist so das Fazit, was ich aus dem Jordan so herausgezogen habe, dass wir das in Gemeinschaft schaffen, dass der Jordan ein Ort der Entscheidungen ist, aber dass es gute Entscheidungen sein sollen, dass wir die nicht vor uns herschieben müssen, weil Gott da wirklich ein Land hat, wo Milch und Honig auch fließen, ja. Und er will uns da große Dinge zeigen und uns Einblicke geben, die wir auf der anderen Seite des Jordans nicht sehen können, wo wir uns im Gegenteil oft gar nicht dazugehörig fühlen. Ja? Und er sagt, geh über den Jordan und du wirst nicht das Zeitliche segnen. Ja, es wird vielleicht ein Sterben sein, aber es wird ein Sterben von Dingen sein, die gut sind, dass sie sterben. Und es sprost Neues auf. Amen.